Mahlzeit, Kollege. Fahre heute den Eilzug 1522 nach Reichenberg. Bereite dein Triebfahrzeug vor und fahre zur Wende. Und ja, genau bei der Wende sind wir eigentlich noch nicht angekommen. Wir befinden uns nämlich im tiefen, tiefen Osten, zur Zeit, als die Deutsche Reichsbahn auf der Schiene noch dominierte. Und vor uns steht sie, die wunderschöne Baureihe 132 der DDR-Reichsbahn. Wir sind nämlich heute auf der Strecke Thüringer Wald unterwegs und dürfen ein weiteres Mal in die Haut eines Lokführers zu Zeiten der Deutschen Reichsbahn schlüpfen. Wir werden heute einen Zug nach Reichenberg oder Rottenbach fahren. So ganz ist es noch nicht raus. Das wird sich dann während der Fahrt erübrigen. Wir setzen uns gleich erstmal die Lokomotive raus und fahren die hier aus dem Depot oder beziehungsweise aus dem Unterstand heraus, weil das schaut so aus, als wäre das mal ein Werk gewesen, was man dann irgendwie noch erweitert hat nach vorne. Und hier hinten gibt es noch Grubengleise. Eine wunderschöne 120 steht hier auch drin. Also DR-120 vor dem EDV-Schema. Sollte man dazu sagen, sonst geht der ein oder andere Bundesbahner vielleicht von einer Elektrolokomotive aus. Und eine 132, 232 haben wir hier stehen. Eine 219, ein schönes U-Boot. Und bevor wir hier in Eisenbahnnostalgie versinken, würde ich sagen, setzen wir uns erstmal in den Führerstand von der schönen Ludi und fahren den Russen hier aus der Halle raus. So, in den Gang rein, in den Führerstand und einmal hingesetzt. Dort angekommen, schalten wir uns die PZB ein. Mit Shift 8. Und ach komm, ich habe heute mal richtig Lust drauf. Siva. Für all diejenigen, die sich darüber freuen dürfen, die kriegen jetzt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Fahrtrichtungswende geht schon in Vorwärtsstellung. Wir müssen... Kraftstoffpumpe ist schon ein, der Motor läuft ja auch. Fahren auf einschalten, elektrodynamische Bremse aktivieren. Ansonsten, Lüfter hier unten sind in Automatikstellung. Genau, Kühlerregelung ist auf automatisch gestellt und damit brauchen wir die Lüfter nicht einzeln ansteuern. Führerstandslicht, können wir uns noch einschalten. Ist jetzt noch nicht wirklich benötigt und dann können wir eigentlich die Lokomotive in Betrieb setzen oder in Bewegung setzen, meine ich. So, KB Wende, BW, also demnach sind wir gerade in Königsberg und sollen vorne unseren Zug ankuppeln. Dann machen wir erstmal eine Rangierfahrt. Alle Bremsen scheinen gelöst zu sein, außer die Zugbremse, die wird noch angelegt sein und wir müssen ganz kurz noch überprüfen, ob unsere Handbremse, ob die gelöst ist. Und die ist gelöst. Perfekt. Dann können wir gleich los. Spitzenlichter leuchten. PZB ist an. Bremse auslösen. Einen Blick nach unten. Einen kurzen Warnpfiff abgeben. Dass wir hier niemanden überrollen. Die erste Fahrstufe reingeben. Und dann kann es langsam losgehen. Ja, hier vorne wahrscheinlich eine Dieseltankstelle oder so. Nebenan steht noch eine vierbeinige V60. Mit Stangenantrieb noch. Das ist schon schön. Also der Nostalgiefaktor ist bei dieser Strecke und bei den Szenarien, bei diesen Szenarien immens hoch. Da steht schon der Kollege unten an der Tankstelle. Der tankt hier wahrscheinlich gerade im Betriebsdienst oder im Hofdienst die Lokomotiven auf. Hier vorne müssen wir gleich mal gucken. Ich weiß nicht, ob die Weichen aus der Ferne vom Fahrdienstleiter gestellt werden oder ob das Handweichen sind. Aber ich sehe auch... wir fahren mit SIFA. So, ich weiß, es ist nicht die saubere Art und Weise, wie man das macht. Aber warte mal ganz kurz. Solange wir hier noch rangieren... wir lassen sie an. Das ist ebenso der Nachteil, wenn man hier dann eben aus dem Fenster rausgeht oder irgendwie in die Außenansicht, dann hört man die SIFA im Fahrzeug überhaupt nicht. Beziehungsweise sieht den Warndurchmelder nicht. Auch sehr schön an einem kleinen Wartezeichen vorbei. Die Kompaktbauweise. Wechsel den Führerstand und fahre zu einer Wagengruppe auf Gleis 1. Okay.
Ja, wir sollten aber schon irgendwie in das Wartezeichen fahren. So, nicht wundern, der Bremszylinderdruck muss hier etwas höher sein, damit das Fahrzeug ordentlich reinbremst. So, die direkte Bremse. Ja, wir können sie in der Simulation jetzt einfach mal so drinnen lassen. Wir springen in einen Führerstand hinein. Bremse gelöst, Bremse gelöst. Ach, okay. Da vorne gab es noch ein Wartezeichen. Das habe ich nicht gesehen. Ja, stand ja für uns auch nur als graues Schild da. Und wenn man sich jetzt hier in Königsberg nicht hundertprozentig auskennt, dann würde ich sagen, kann das passieren, dass man da mal dran vorbeifährt. Optional kann man aber auch mit Head-Up-Display fahren und dann sieht man genau, wo man anhalten soll, wo man wenden soll, etc. Und dann passt das. Hier unten haben wir ein Auto von der Volkspolizei wahrscheinlich. Genau. Dürfte ein Wartburg sein. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Für diejenigen, die sich mit den älteren Autos auskennen, die können es gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was das für ein Auto war. Oh, hier drüben auch Kübelwagen. Dampflok gibt es hier auch noch. 52 wahrscheinlich. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Oh, die V60 rangiert hier neben uns. Ja, genau, die muss noch warten. So, jetzt müssen wir aber wirklich mal auf Rangiergeschwindigkeit hoch und nicht die ganze Zeit nur Eisenbahnzeitziehen machen. Auch wenn ich hier total begeistert bin von der Strecke bzw. dem Bahnhof. Hier oben sitzt der Fahrdienstleiter. Hier können wir mal ganz kurz winken noch. Aber jetzt geht's ran an Gleis 1. Dort werden die Wagen angekurbelt. Königsberg, Bahnsteig 1. So, abgefahren werden soll dann um 13.06 Uhr. Wir haben es 13.07 Uhr, ja. Also schnell ran, Türen auf, Türen zu und Abfahrt. Das hätte man sicherlich auch pünktlich schaffen können, wenn man sich jetzt nicht so von der Strecke verzaubert fühlt. So, wir machen jetzt ein schnelles Rangiermanöver. Oh. So, dürfte passen. Ankuppeln. Bremsen lösen. Führerstand wechseln, Türen auf. Lokbremse an. Ja, also man kann auch schnell ranfahren, ne? Sollte man nicht machen. Ist ziemlich gefährlich. Gerade wenn man sich da mal irgendwie verschätzt. Aber schnell geht auch. So, nochmal schön kurzen Schnappschuss machen. Ah, das ist auch einfach so typisch DDR, weißt du? Oder besser gesagt, Deutsche Reichsbahn. Einfach so ein klassisches Bild, ein 114er, sprich V100 mit einer 232, 132 daneben. Das sind Bilder, ja, wie man sie heute wirklich nur noch bei Sonderfahrten oder ja eben bei privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen, die vermehrt auf alte Lokomotiven setzen, antreffen wird. Das sieht so ein bisschen aus wie im Bahnbetriebswerk irgendwo geschossen, bei irgendeinem BW-Fest. Im Hintergrund irgendwie eine Lokschuppen. Ja, auf jeden Fall, schaut schön aus und passt echt hier auf die Strecke. So, ruckfreies Anfahren. Und dann Zugkraft aufschalten, raus aus dem Bahnhof von Königsberg. Unser nächster Stop ist dann Henneberg am Bahnsteig Nr. 2. Ausfahrt mit 60, gelber Lichtbalken,
Nicht wundern, ich schalte jetzt hier ordentlich Zugkraft auf. Ach, was ich auch gleich noch mal ganz kurz angucken möchte. So, 60 haben wir erreicht. Jetzt schön an die SIFA denken. Schön an die SIFA denken und kurz zum Bahnhof zurückfliegen. Hier vorne gibt es so zwei Ampeln nebeneinander. Ich verrate mal schon mal so viel. Es gibt für das rechte und das linke Gleis jeweils eine so eine Ampel. Und einfach mal so als kleine Quizfrage. Ich weiß, für was es ist, aber jetzt ist mal so die Frage an euch da draußen. Würdet oder wisst ihr, für was diese, ich sage jetzt mal, Ampel gewesen ist, beziehungsweise was man mit dieser Ampel gemacht hat? Ich gebe mal den kleinen Tipp, es hat was mit der Zusammenstellung von Zügen zu tun und ja, dem Fahrtantritt einer Zugfahrt oder besser gesagt der Vorbereitung einer Zugfahrt. Ja, genau, so viel dazu. Vielleicht gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche mich am Ende des Videos mal noch dran zu erinnern, dass ich kurz darauf eingehe. Vielleicht wird es aber auch der eine oder andere in den Kommentaren kurz unten erläutern, dann als Auflösung. Oder ich schreibe es gerne auch nochmal unten drunter. Genau. Also, wir haben diese Ampeln auch schon mal in Leipzig thematisch erwähnt gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das eine Zuschauerfrage war oder ob ich da einfach so drauf eingegangen bin. Auf jeden Fall sieht man diese Ampeln heutzutage eigentlich nicht mehr im Betrieb. Und gerade deswegen würde es mich eben interessieren, wie viele von euch da draußen aktiv und ja, gewissenhaft und interessiert die Videos verfolgen und vielleicht sich gemerkt haben, für was diese Ampeln denn waren. Und nein, die sind nicht für aufgegleiste Autos. Die leuchtet auch nicht rot, gelb und grün. In der Regel haben diese Ampeln nur eine Farbe. Genau, wenn man es als Farbe bezeichnen kann. So, 60 brauchen wir jetzt gar nicht mehr fahren. Wir konnten hier, glaube ich, schon auf 100 hoch. Ach, 120 sogar. So, also ich drehe jetzt ordentlich auf. Nicht wundern. Boah, der Sound. Und genau das wollte ich haben, wie der dritte Fahrmotorlüfter, oder nicht Fahrmotorlüfter, der dritte Lüfter anspringt. Gekühlt wird ja nicht nur, also die Fahrmotorlüfter werden ja jetzt nicht nur, oder anders, sie werden nicht direkt über diese Lüfter da oben gekühlt, sondern allgemein ja, die Kühlung des Fahrzeugs wird über diese Lüftergruppe da oben geregelt. Weil wir haben ja hier eine diesel-elektrische Lokomotive, die Fahrmotoren selbst sitzen weiter unten. Na, sie wollte jetzt nicht. Genau, also wir haben hier quasi den Bereich der Lokomotive, wo eben die Kühlung sitzt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann. Durch die Lüfterlamellen von hier außen durchgeschaut. Hier innen drinnen befinden sich ganz viele kleine, feine Kühlrippen, die so V-förmig angeordnet sind. Und genau, hier unten befinden sich dann nochmal die Fahrmotoren. Das sind einfache Elektromotoren, kurz gesagt, die eben über eine Art großen Dynamo angetrieben werden. Und an diesem großen Dynamo dran klemmt dann wiederum ein Dieselmotor, der eben ja, elektrischen Strom erzeugt, beziehungsweise ihnen aus dem Treibstoff eben die Kraft umwandelt in elektrischen Strom. Oh, da kommt uns eine Wumme entgegen, eine Trommel. Eine Tiger-Trommel, wie sie sich als Spitznamen verdient hat. Hinten dran klassische Resswagen. Oh, es gibt sogar einen großen Tunnel. Genau, wir fahren heute mal den Streckenteil, den wir noch nicht kennen.
vorne kommt dann auch gleich Henneberg. Oder Hennenberg. Nee. Henneberg, ja. Henneberg. Da kommt schon wieder der nächste Zug. Oh, schön. Diesmal eine Ludi. Eine Großrose in Orange. Ganz kurz mal. Da gehe ich sogar in den Pausemodus. Ah, jetzt ist die schon hier vorm Tunneleingang. Was für ein Glück, dass man sich hier in Objekte hineinbeamen kann. Ja, die sieht man einfach so selten. Und da dachte ich mir... können wir ruhig mal ganz kurz diesen Moment festhalten. So, wir bremsen auf 100 runter. Das können wir schön mit der E-Bremse machen. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese Lokomotive eine E-Bremse hat und keine hydrodynamische Bremse. Oh, toll. Wie sie sich hinter den Bäumchen hervorbahnt. Und da kommt dann schon ein Vorsignal für uns. So, das Vorsignal war auf Pfade warten, aber dennoch dran denken. Da vorne kommt gleich ein Bahnhof, an dem wir anhalten werden. Genau, Henneberg. So, keine Sorge, das Bremsvermögen der Lokomotive ist ziemlich gut. Mit der E-Bremse auch. Achso, das ist schon, upsie. Nee, das wollten wir nicht. Das war zu viel. Ja, wir haben jetzt hier auch vor allem Glück, dass wir eine mehrlösige Bremse haben. Keine einlösige. So, Zug sichern mit der Lokbremse. Türen öffnen in Fahrtrichtung. Rechts ist der Aus- und Zustieg. Und dann gucken wir mal, ob wir hier vollständig an den Bahnhof, an den Bahnsteig ranpassen. Ist in dem Fall übrigens auch nur ein Haltepunkt. Gar kein Bahnhof. Hier gibt es gar keine Weichen. Keine Möglichkeiten zum Ausweichen, zum Überholen etc. Auch schön. Ich wusste gar nicht, dass der Simulator auch die Doppeltüren nur einseitig öffnen kann. So, die Türen fallen zu. Bremse gelöst. Lokbremse ebenfalls gleich. Und dann schön langsam los. So, beim Anfahren müssen wir auch bei der Diesellokomotive jetzt hier ein bisschen auf den Fahrmotorstrom achten. Ich glaube bei 4 Kiloampere, also bei 4000 Ampere, ist dann auch mal Schluss. Sollte es dann mal reichen. Bei 4000 Ampere, das ist ja auch ein bisschen sehr viel, ne? Nicht eher 400? Aber na gut. Sowieso die Anzeigen, die wir jetzt hier auf der Ludmilla sehen, auf dem großen, die haben sowieso wenig damit zu tun, was da in echt auf der Lokomotive angezeigt wird. Ja, man sollte die Anzeigen jetzt hier nicht zu ernst nehmen. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Das ist wirklich, ja, einfach rein für den Simulator. Übrigens hier drüben kann man auch die Zugheizung einschalten bzw. ausschalten. Also Zugsammelschiene. Für diejenigen, denen Zugheizung noch kein Begriff ist. Und dann haben wir 40 oder 60 zu erwarten. Wir drücken Wasser an. Obere Zugart heißt für uns unter 85 runterbremsen. So, und dem Signal nach zu urteilen, ich kann dort noch keinen gelben Lichtbalken erkennen, nur ein gelbes einzelnes normales Licht.
Das würde für uns bedeuten, dass wir auch 40 runter zu bremsen haben. Und der gute Eisenbahner zielt dann eigentlich immer so die 50 an, weil die 50 eben genau mittig zwischen 40 und 60 liegt und er damit dann optimal ja, die 40 auch noch am Einfahrsignal erreichen kann. Ja gut, bin jetzt leicht drüber gewesen, 42. Aber den Rest macht der Rollwiderstand. Bei dem Zug ist es hier halt relativ schön, man kann da sehr dynamisch rangehen. Der hat ein sehr gutes Bremsvermögen. Das haben wir ja gerade eben eigentlich auch schon gesehen an dem Haltepunkt. Man sollte es aber nicht übertreiben. Man hat es auch schon gesehen, ich war schon hinten kurz in VW drinne, in der Vollbremsstellung. Und da wollte ich ja eigentlich gar nicht hin. Wir müssen aber in die Lokomotive rein. Hier vorne kommt ein Bahnsteig. Wir müssen anhalten. Wir können uns nicht allzu sehr verzaubern lassen von dem nostalgischen Charme. So. Das passt. Da können wir rausgehen. Den Rest macht der Zug von selbst. Er fährt mit Fernsteuerung. Genau, ich fahre jetzt hier bewusst nicht ganz vor bis zur Haltepunkttafel, bis zur Halttafel so rum. Haltepunkttafeln sind Vorankündigungen auf der Strecke, in der Regel auf der freien Strecke. Und damit willkommen im fiktiven Bad Lobenstein. Auch sehr cool, hatte ich glaube ich bisher nur am Rande erwähnt, wenn wir die Strecke offen hatten, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich darauf schon mal eingegangen bin. Die alten Doppelstockwagen unterscheiden sich sowohl von der Bauform als auch von der Farbe von den neuen Versionen. Wir müssen schon wieder weiter. Dann machen wir das so. Etwas Leistung aufschalten und den Zug schon mal ausfahren lassen. Ja, man sollte die E-Bremse natürlich rausnehmen. So. Denn die alten Doppelstockwagen haben laut dem Lichtraumbegrenzungsprofil keine Lichtraumbeschaltung. Und das hängt damit zusammen, dass die hier oben so doch relativ kantig sind. Die neuen Doppelstockwagen, die sind hier in Anführungszeichen, also für den Fahrgastkomfort, schön ausgerundet. Und bei den alten Wagen ist so das Problem, das hatte ich letztens zum Beispiel in Dresden, wenn man mal in so einem alten Wagen hier nochmal drinnen sitzen kann, dann stößt man sich doch relativ leicht mit dem Kopf hier oben an diese Schräge, weil die einfach wirklich, also unergonomisch ist einfach, wenn man da sitzt und der Wagen irgendwie durch einen Gleisbogen durchfährt oder durch Weichen in einem Bahnhof, durch eine Weichenverbindung, dann wird man doch so hin und her geschüttelt, dass man eben doch mal mit seinem Köpfchen dann dagegen die Wand dagegen donnert. Das möchte man natürlich nicht. Und ja, deswegen hat sich dann der Waggonbau gedacht, hey, wir könnten doch auch das da oben rund bauen. Und genau, so sind eben die neuen Wagen in der Kopfdecke weiter ausgerundet. Und die älteren Wagen sind eben, ja, ich sag mal, einfach als gerade Fläche dort. Was auch so ein bisschen ja, mit dem Fortschritt oder allgemein den Ressourcen, die man zur Verfügung hat, zusammenhängt. Die alten Wagen hatten nämlich ganz flache, ganz glatte Scheiben. Und die neuen Scheiben in den Doppelstockwagen, vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, die sind eben im oberen Bereich so gewölbt. Also man hat da gebogene Scheiben drin. Und ich weiß nicht, ob das damals nur nicht möglich war oder ob der Aufwand zu groß gewesen ist. Ich nehme mal an, es liegt einfach an dem immens großen Aufwand, der da nötig gewesen wäre. Ja, deswegen hat man dann einfach die da oben so glatt gebaut. Vielleicht hat man auch nicht dran gedacht, das ist natürlich auch möglich. Man hat dann erst gemerkt, später hier, da können wir für ein bisschen mehr Komfort sorgen. Allerdings eben zu Kosten der Einsetzbarkeit der Reisezugwagen, der Doppelstockwagen. Denn die neuen Wagen haben dadurch eben eine Lichtraumprofilüberschreitung und sind damit nicht mehr auf allen Strecken einsetzbar.
Ein bisschen zu schnell sind wir noch. So. Ja, also ich denke mal schon, dass man das hinbekommen hätte, die Scheiben da auch zu biegen. Allerdings wäre der Aufwand für eine so große Serienfertigung wahrscheinlich nicht ohne weiteres möglich gewesen. Und zudem kommt halt auch die Ressourcenknappheit, die damals vorherrschte, weshalb man sich dann eben für so glatte Scheiben entschieden hat, die leichter einzubauen waren und der Sitzplatz oder die Sitzplatzanzahl eben überhaupt durch die Doppelstockwagen drastisch erhöht werden konnte. Wobei die aber auch vornehmlich natürlich in den Ballungszentren eingesetzt worden sind, die Dostos. Und eher weniger im Reisezugverkehr etc. Aber auch da kam es vor, dass man den Doppelstockwagen drin ersetzen durfte. So, dann sind wir uns 80 angesagt. Wir sind dann auch gleich in Reichenberg. Genau, und in dem Fall geht es für uns sogar noch weiter bis Rottenbach. Das war nämlich auch gerade eben der Grund, den ich angesprochen hatte, warum ich noch nicht ganz sagen konnte, ob es bis Reichenberg oder bis Rottenbach ging, weil in der Szenariobeschreibung stand, glaube ich, drin, Reisezug oder Personenzug nach Rottenbach. Und weiter unten im Text von der Einleitung stand dann wieder Reichenbach. Ich wusste dann halt nicht, bis wohin fährt der Zug wirklich. Aber jetzt wissen wir es. Für uns geht es heute bis nach Rottenbach. Vielleicht dazu auch noch eine ganz kleine Information. Rottenbach liegt gar nicht so, oder aktuell zumindest gar nicht nur am Schienennetz der DB Netz AG, sondern liegt auch zusätzlich noch am Netz, was für die Oberweißbacher Berg- und Schwarzertalbahn zuständig ist. Das ist ein gesonderter Bereich bei der DB. Aber in Rottenbach, das ist quasi der Verbindungsbahnhof, um das mal so zu sagen, der eben die Strecke in Richtung Oberweißbach mit der Bahnstrecke, jetzt muss ich überlegen, Arnstadt-Saalfeld verbindet. Und auf der Bahnstrecke Arnstadt-Saalfeld, was war denn jetzt? Zwangsbremsung, aber das Signal steht in Fahrtstellung. Okay. Das kann ich mir jetzt überhaupt nicht erklären. Liegt da irgendwie vielleicht ein daueraktiver Tausender? Weil also das Signal ist ja sogar jetzt noch in Fahrtstellung. Na gut. Ich habe schon die Freitaste betätigt. Der Zug füllt schon langsam die Hauptluftleitung wieder auf. Aber jetzt stehen wir natürlich hier. Wie angegossen. Na? Ach so, okay, der braucht den Füllimpuls. Ja, aber wir müssen halt warten, bis der Hauptluftleitungsdruck hier wieder bei 5 bar ist und natürlich zusätzlich der Bremszylinderdruck abgebaut ist. So, die HL ist jetzt schon wieder voll. Na gut. Dann auf ein neues. Ja genau, wo waren wir stehen geblieben? Bei Rottenbach. Genau, das ist eben der Bahnhof, der diese Strecke zwischen Saalfeld und Arnstadt verbindet. Der Bahnhof, der das Netz von der Oberweißbacher Berg- und Schwarzertalbahn mit dem Netz der DB draußen verbindet. Mit dem, ich sag mal, normalen Hauptbahnnetz, oder Hauptbahnnetz ist eigentlich auch falsch, der Begriff, aber mit dem normalen großen öffentlichen Netz, so sagen wir es mal so. Genau, und in Rottenbach kann man dann eben auf die Dieseltriebwagen umsteigen, die einen dann zur Oberweißbacher Berg- und Schwarzertalbahn bringen. Was ist denn jetzt schon wieder? Also ich mache gleich die PZB aus, wenn das so weitergeht.
Wenn die uns an jedem Gleismagneten hinstellt, dann... Dann weiß ich auch nicht. Wir machen das mal folgendermaßen. PZB kurz aus. PZB nochmal an. Ich kann mir wirklich nicht zusammenreimen, mit was das gerade zusammenhängt. Aber ich bin gewillt, es noch einmal auszuprobieren. Wenn wir am nächsten Gleismagneten schon wieder hingestellt werden, dann ziehe ich die Reißleine und würde die PZB respektive Indusi abschalten. Ich möchte aber eigentlich mit PZB fahren. Und auch mit SIFA. Ich möchte die ganze Fahrt mal durchziehen. Drücken wir mal frei. Es sind 80 angesagt. Genau, jetzt scheint es zu gehen. Wobei das Problem kam ja immer erst beim Gleismagneten. Wir können das auch mal so machen, dass wir einfach den nächsten Gleismagneten, unabhängig davon, ob das ein Tausender sein kann, ein 2000er oder ein 500er, dass wir die jetzt einfach mal quittieren. Auch wenn da gar keine Quittierung nötig wäre. Diese schöne Stelle mit dem See an der Seite und auch das erste Vorsignal gleich wieder. Ach gut, das müssen wir sowieso quittieren. Mal gucken, ob es uns jetzt wieder hinstellt oder wie das weitergeht. Eine Runde machen sollten wir natürlich auch. So, 40 oder 60 erwarten. Ich kann jetzt auch hier das Signal überhaupt nicht ansehen. Ich habe auch keinen Plan, wo das Hauptsignal steht. Deswegen gehen wir hier wirklich auf knapp 40 runter. Da sind mir jetzt sogar die 50 zu viel, wenn ich das nicht weiß. Ich dachte jetzt, da kommt uns ein Zug entgegen. Aber nein, da kommt ein Bahnhof mit Ausweichmöglichkeit, in den wir aber mit 40 einfahren dürfen. So, und das ist dann Reichenbach, glaube ich. Einfahrt mit 40 und Weiterfahrt mit 40 oder 60 erwarten. Ich tendiere auch hier wieder zu 40, die uns dann angezeigt werden, weil ich meine, von Gleis 1 sind wir schon mal abgefahren, oder nicht? Aber der Ursprung der zweiten Zwangsbremsung fällt mir gerade auf. Vielleicht habe ich da die 60er-Ankündigung übersehen, wenn dort eine gestanden hat. Das muss ich mir dann im Video nochmal selbst angucken. Ja, grüß dich, Kollege. Ich kann auch hupen. 13.30 Uhr haben wir es. 29 wäre die Abfahrt gewesen. Da hupt uns sogar der Kollege an wegen der Unpünktlichkeit. Aber hey, für so eine Zwangsbremsung, ja, kann man nicht immer was. Ob wir schuldig waren oder nicht, das gucken wir uns dann, oder gucke ich mir im Replay nochmal an. Und wenn ja, werde ich das auch sehr gerne unten in der Videobeschreibung korrigieren. Dann, ja, Asche auf mein Haupt. Aber ich glaube wirklich, die kamen durch Zufall zustande. Aber es kann ja auch mal passieren, dass man irgendwie ein Signal übersieht. Gerade wenn man da nebenbei noch so viel rumplappert wie ich.
und eben ja, ein paar schöne Fakten oder ein paar interessante Details zur Strecke nennen möchte. Genau, die Bahn auch auf Berlin zugelassen oder zumindest in Berlin beheimatet. Bremsen auslösen. Dann gehen wir mal ganz kurz vor zu unserer Eisenbahn. Genau, Abfahrtzeit ist ran, Ausfahrsignal war auch schon in Fahrtstellung. Ausfahrt erfolgt mit 40. Und hier unten, da sitzen die Fahrmotoren drin. Da. Und los geht's. Bisschen mehr Zugkraft bitte. So, und jetzt ganz wichtig. Wir haben innerhalb einer aktiven 1000 Hertz Beeinflussung gestanden mit unserem Zug. Das heißt für uns, wir werden automatisch restriktiv überwacht. Und zwar in dem Fall auf 45 km pro Stunde. Daraus können wir uns natürlich dann wieder befreien, wenn wir den Weichenbereich geräumt haben. So, da das jetzt der Fall ist, können wir, ich glaube, wieder auf 80 beschleunigen. Nee, 60. 80 kommen dann danach erst. So, genau, die 80 kommen dann hier. Es ist halt auch so ein bisschen der Nachteil. Ich mag die LF6-Tafeln, wie sie heute im Streckennetz aufgestellt sind, wesentlich mehr. Weil die alten Tafeln dennoch ihre Gültigkeit haben. Aber bei den alten Tafeln hat man eben einfach nicht so diesen Aufmerksamkeitsfaktor. Der wird nicht so schnell oder nicht so gut erreicht, wie das mit den LF6-Tafeln der Fall ist, die eben in der Regel in einem ordentlich orange, was auch noch rückstrahlend ausgeführt ist, gekennzeichnet sind, mit einer schwarzen Zahl. Sondern die älteren Tafeln, die haben eben einfach nur eine schwarze Zahl auf weißem Grund, die nochmal schwarz umrandet ist. Da wird eben einfach die Aufmerksamkeit nicht so gebunden. Beziehungsweise, ja, diese kognitiven Reizfaktoren werden einfach nicht so schnell, oder? Ja, die werden nicht so gut aktiviert. Ich glaube, das trifft es am besten. Das Orange sticht halt sehr aus der Landschaft auch heraus. Jetzt mal abgesehen von der Herbstsituation, wo alles orange leuchtet da draußen. Aber selbst da kann man die LF6-Tafeln sehr gut erkennen. Ja, die Geschwindigkeit geht mal hoch, mal runter. Wechselt alles schön. Wir haben ja auch keine AFB. Das ist ja noch was, was hier so als Unterschied aufzuführen ist. Weshalb man eben auch das eine oder andere Mal hoch und runter pendelt in der Geschwindigkeit. Also obwohl man eine Geschwindigkeit halten möchte, aber die AFB, die sitzt hier in der Regel hinter dem Fahrschalter und nennt sich Mensch oder Lokführer. Auch in Schwarze sind wir nicht pünktlich. Weil in Schwarze ist die Ankunft für 34 eingetragen und für 35 schon wieder die Abfahrt. Und wir haben es in 7 Sekunden 35. Und Schwarzer kommt dann da vorne gleich hinter dem Gleisbogen. So, eine Sache, die mir bei der Strecke wirklich noch aufgefallen ist, was ich jetzt nicht ganz so gut umgesetzt fand, aber das ist auch kein riesiges Problem. Ich hatte gesehen, dass sich der ein oder andere Bahnübergang
doch relativ spät geschlossen hat. Vielleicht guckt man da nochmal irgendwie, was da vielleicht möglich ist an Schließzeiten, dass man die vielleicht noch ein bisschen verbessern kann. Aber wie gesagt, das ist wirklich eine Kleinigkeit. Die Strecke ist all in all total toll. Hat mich völlig gecatcht. Total abgeholt. Ach genau, hier muss ich noch einen Bahnsteig nachinstallieren irgendwie. Na, jetzt muss man ein bisschen stärker einbremsen. Ja, ein sehr raues Fahrverhalten heute, ich weiß. Aber es muss schnell gehen. Genau, wir stehen in Schwarze, aber da kein Bahnsteig verfügbar ist, da haben wir wieder das Problem, dass wir die Türen jetzt gar nicht aufkriegen. Der Simulator erkennt dann den Bahnsteig immer nicht, das ist so das Problem. Ganz kurz mal einen Zentimeter nach vorne ziehen. Aber nee, da haben wir keine Chance. Wir simulieren ganz kurz den Halt und bleiben mal hier so. So, und dann machen wir uns los. Wollte keiner zusteigen, wollte keiner aussteigen in Schwarzer. Ja, eigentlich heißt der Bahnhof mittlerweile heute in Realität Rudolstadt Schwarzer. Ein Bahnhof, der nur Schwarzer heißt, ist mir so nicht bekannt. Und eine SIFA, die uns nicht so gern hat, die ist mir aber auch bekannt. Das ist nämlich die hier, weil man die draußen nicht hört. Auf der echten Lokomotive ist es auch kein Problem. Da hörst du die SIFA-Schnalle, beziehungsweise sitzt der sowieso die ganze Zeit im Führerstand und hast den Leuchtmeiler auch vor dir. Das machst du eigentlich auch dann irgendwann schon automatisch. Also du konzentrierst dich da eigentlich nicht mehr auf die SIFA. Das verlierst du eigentlich schon, oder trainierst du dir eigentlich schon in den ersten Fahrstunden schon so an. Das geht halt irgendwann einfach in, ja, Fleisch und Blut über. Da bewegt sich dein Fuß vollautomatisch nach oben und nach unten. So, und in Rottenbach um 13.43 Uhr dann. Naja, mal gucken. Wie weit ist in Rottenbach noch entfernt? 7 Kilometer. Okay. Nächste Tunnel. Jetzt wird's dunkel. Oh, die 90. Rauf mit der Geschwindigkeit. Ja, was man auch eigentlich macht. Ich habe es heute nie gemacht, also an keinem einzigen Bahnhof. Normalerweise schaltet man, wenn man mit der Lokomotive zum Stehen kommt, die Fahrgäste aussteigen lässt und einsteigen lässt, auch jedes Mal hier den Fahrerschalter auf aus, damit nicht zu versehen oder aus Versehen irgendwie eine Fahrstufe zum Beispiel aufgeschaltet bleibt, damit einfach die Verbindung zwischen ja, dem Stromerzeuger und dem Stromverbraucher getrennt wird, damit es dann nicht zu irgendwelchen ja, Fehlern kommt, zu irgendwelchen durchgeschmorten Bauteilen, weil da eben doch noch Leistung oder Strom anlag. Also den normalerweise jedes Mal ausschalten, aber in der Simulation ist es auch so eine Sache. Ich lasse den eigentlich immer an. Aber auf der echten Lok, ne? Ausschalten eigentlich. Also den von der elektrodynamischen Bremse nicht, der bleibt drinnen eigentlich. Das ist kein Problem. Vor allem, weil halt auch da einfach die Gefahr zu groß ist, dass man das vielleicht mal vergisst und dann plötzlich, hui, merkt, da fehlt die E-Bremse. Und wenn man sie dann braucht und dass man die eingeschaltet hat, ja, vergeht halt auch Zeit. Zeit, die bei einem Bremsvorgang wertvoll sein kann. Ach, guck mal hier.
Hier ist auch eigentlich noch ein Bahnsteig. Also wirklich bei Bahnsteigen, da muss ich echt nochmal nachinstallieren. Da habe ich vielleicht nicht die aktuellste Version und deswegen fehlen da ein paar. Da muss ich mir nochmal die Updates runterziehen. Ich dachte eigentlich, dass die drinne sind. Aber okay. Das liegt aber nicht an der Strecke, möchte ich nochmal ausdrücklich hervorheben. Das liegt einfach an der Installation, dass da was schief gelaufen ist. Man sieht leider auch jetzt nicht, aber vielleicht in der Übersichtsansicht. Seeberg. In Seeberg sind wir gerade durchgefahren. Ich wollte noch mal wissen, ob es vielleicht irgendeinen geografischen Bezug zu den Seen gibt oder ob die eben auch einfach rein fiktiv mit hineingewandert sind. Hier drüben noch so ein paar Industrieanlagen. Das ist eben auch wirklich in der DDR so gewesen. Da gab es einfach viele Gebäude, die wirklich in so dunklen Farbtönen, grau, einfach sehr industriell aussahen. Unabhängig jetzt davon, ob das wirklich Wohnhäuser waren oder Gebäude, die tatsächlich in der Industrie gewidmet sind. Kollege 90, warum machst du jetzt schon wieder aus? Gut, da vorne kommen jetzt sowieso gleich die 60. Da brauchen wir keine Zugkraft mehr. Aber auch hier zum Beispiel fehlt da eine Ankündigung. Also klar, die 60 hier vorne, die sehe ich jetzt auch. Ach okay, hier kommt die erst. Und dann 40 oder 60 erwarten. Mal da unten. Das Bahnbetriebswerk. Sehr schön. Da unten ist noch eine Trommel abgestellt. Hier sogar eine mit einem gelben Streifen an der Seite. U-Boote. Ja, irgendwie fehlt mir hier noch eine Babelsbergerin oder so. Das wäre noch ganz schön gewesen. Weil gerade die hat man ja auch im Thüringer Wald einige Male antreffen können. Beispiel Spitzkehre Richtung Lauscha, da waren die viel unterwegs. Ui. So, da dürfen wir mit einem Stumpfgleis rechnen. Halt erwarten und Einfahrt mit 40. So, wir machen jetzt hier etwas langsamer. Genau, und damit wären wir auch dann schon im Bahnhof angekommen. Der Ausstieg dann hoffentlich am Bahnsteig, an einem, der vorhanden ist. Da gucken wir gleich mal. Die Siefer nochmal wegdrücken. Ja, und gerade wenn man hier ohne Streckenkunde eben unterwegs ist, dann ist es wirklich von Vorteil, wenn man da eben nochmal so einen Hinweis am Signal hat. Genau. Einmal reinbremsen. Ach, schade. Hier fehlt uns jetzt auch der letzte Bahnsteig. Na gut. Aber wir wissen trotzdem, dass unsere Fahrgäste in Rottenbach aussteigen können. Und damit muss uns das erstmal genügen. Wir bremsen den Zug hier ein letztes Mal rein. So, schön weit vor.
damit auch alle an dem nicht vorhandenen Bahnsteig aussteigen können. Aber das muss man auch sagen, das gab es wirklich teilweise, dass eben die Fahrgäste auf, naja, beinahe Bodenebene aussteigen mussten. Dass es da eigentlich gar keine wirkliche Möglichkeit gab, ja, einigermaßen höhengleiche Bahnsteige zu haben, weil das halt, ja, einfach nicht so einheitlich durchgesetzt wurde. Sehr schön auch hier vorne. Man hat hier nochmal einen Doppelhemmschuh aufgelegt, eben mit Querstange, der so den Prellbock ein bisschen unterstützen sollte, falls es da zu irgendwelchen Problemen kommt. Und ich habe es nicht vergessen, ich gehe noch einmal ganz kurz auf die vorhin gezeigte Ampel ein. Das ist nämlich eine Bremsprobenanlage oder eine Signalanlage, die eben für die Bremsprobe genutzt wird. Und je nachdem leuchtet dort eben eins, zwei oder drei weiße Lämpchen. Und darüber werden dann die Bremsprobensignale an den Triebfahrzeugführer übermittelt von der örtlichen Aufsicht bzw. dem Bremsprobenberechtigten. Und genau, das war so das, was ich einfach mal nachfragen wollte bzw. wissen wollte, wie weit man da einfach vielleicht schon zugehört hat oder sich mit der Waren auskennt, einfach um das so ein bisschen einschätzen zu können. Das soll es aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, dir hat die Fahrt gefallen, hat Spaß gemacht und wenn das der Fall ist, gerne ein Däumchen nach oben geben, den Kanal abonnieren, liken, teilen, sharen und was nicht weiß ich und was weiß ich nicht, was da noch alles geht. Genau, das war's für heute. Allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.